Mein heutiger Gast im Talk ist der Jan Kirchmeier und wir haben ein bisschen ein grösseres Thema. Die SP hat nämlich eine Medienmitteilung rausgelassen und die heisst eine ÖV-Offensive fürs Baselbiet und ich denke, das erwarten wir doch alle. Jan, was ist da Sache, was habt ihr euch überlegt? Ihr habt über 16 Vorstösse, wo ihr jetzt wirklich ein bisschen Gas geben wollt. Übrigens, beim Durchlesen habe ich auch gesehen, ein paar spannende Sachen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man Tagesdistanzen anschaut, die die Bevölkerung zurücklegt, dann ist über 50% davon, eigentlich fast 55% davon, werden mit dem Auto zurückgelegt und der ÖV-Anteil ist dort unter 30%. Und schweizweit werden halt ein Drittel der CO2-Emissionen durch den Verkehr produziert. Und wenn wir jetzt halt oft schauen wollen, wir haben Klimaerwärmung, das Klima wandelt sich, es wird immer wärmer, wir müssen etwas dagegen machen. Dann muss man halt einfach auch beim öffentlichen Verkehr ansetzen. Und anstatt, dass wir etwas verbieten, wollen wir Anreize schaffen, dass die Leute dann umsteigen. Wir wollen den öffentlichen Verkehr attraktiver machen und so die Attraktivität steigern. Und das ist die Idee. Hast du da ein Beispiel dazu? Also ich nehme jetzt gerade eins, was ich im Kopf habe, einen Geisterbahnhof, den man aktivieren will. Genau, also wir haben uns Gedanken gemacht in der Fraktion, was könnte man machen, was könnte man fordern. Und dann haben die Fraktionsmitglieder beauftragt, das ist ein Prozess, das ist ein halbes Jahr lang gegangen, wo wir daran gearbeitet haben. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, sondern wo man auch mit Fachleuten redet, mit der Bevölkerung auch in Kontakt ist, was man auch zurückgemeldet kriegt. Und dann hat unter anderem dazugehört, dass wir jetzt die Regierung damit beauftragen und den anregen, dass man auch die S-Bahn-Haltestelle beim Joggeli, die existiert, aber die einfach nie bedient wird, dass man die doch mal auch könnte einfach bedienen. Das ist zum Beispiel eine Forderung, die wir drin haben, weil dort könnten attraktive Umsteigeknotenpunkte entstehen, gerade für die Leute, die aus dem Ergoldstal oder aus dem Fricktal kommen, müssen dann nicht immer bis in den SBB reinfahren, sondern könnten dort aussteigen und dann vielleicht auf einen 14er umsteigen oder auf einen 36er umsteigen und damit auch am Badischen Bahnhof kommen oder ins Kleinbasel ziemlich schnell. Und ich denke, das ist auch eine interessante Forderung, die den ÖV attraktiver gestalten könnte. Was ist dein Herzstück, das du reingebracht hast? Von mir selber sind drei Vorstöße. Ich fordere mit einem Vorstoß beispielsweise, dass man der E-Elfer, also die Einsatzlinie, die noch zu der Stossseite fährt im Bierstal, dass man diese Einsatzlinie in einen Express-Tram umwandeln könnte und dass die anstatt alle Haltestellen auf zu der Stossseite noch die wichtigsten Haltestellen, die hochfrequentierten, wie man auch fachlich sagt, dass sie noch die dann würde bedienen und dann könnte man sich pro Richtung etwa 5 bis 6 Minuten Fahrzeit einsparen. Das ist jetzt vielleicht für einen Tag sehr, sehr wenig, aber wenn man es dann hochrechnet für eine Woche, ist dann das bis zu einer Stunde Zeit, die dann eigentlich einsparst beim Pendeln, wenn man so ein Express-Angebot hat. Und es geht oft auch darum, dass man die bestehenden Synergien besser nutzt und nicht wirklich jetzt nur neue Bauten macht und neue Gleise verlegt, sondern wirklich, dass wir auch schauen, wir haben bestehende Gleise, wie können wir die doch besser nutzen. Und das ist dann so eine Idee, beispielsweise mit dem E-Elfer. Aber auch mit dem Bahnhof im Joggeli, da gibt es ja schon. Natürlich müssen wir vielleicht noch ein zweites Perron bauen, aber das ist etwas, was es auch schon gibt. Und wir müssen es jetzt nur noch bedienen. Ich möchte gerne das Thema aufgreifen. Ich finde das spannend. Es ist jetzt mal nicht ein Projekt, wo zuerst wieder ein Planungskredit für einen Neubau oder einen Abriss zuerst und dann einen Neubau. Da geht es jetzt wirklich darum, du hast es angesprochen, Synergien zu nutzen, die schon da sind. Ich nehme ein anderes Beispiel daraus auch, dass man vielleicht Tramstationen eben auch begrünt zwischendrin und nicht schon verpflastert. Das gehört da drin. Also der wollt nicht neu bauen, der wollt umbauen. Wir wollen nicht nur neu bauen. Natürlich haben wir auch Ideen drin, was es auch Neues könnte geben. Das ist aber nicht etwas, was von heute auf morgen sollte und auch passieren kann. Aber am Schluss ist, gerade wenn es um Neubauten geht, ist es auch ein Wettbewerb um Bundesgelder. Und natürlich muss dann die Regierung auch früher vorstellig werden beim Bund, wenn man entsprechende Gelder haben will. Das ist natürlich ein längerer Prozess. Und es geht vor allem auch darum, dass wir bestehende Gleise, die wir haben, dass wir eigentlich die dann effizienter nutzen. Ich finde, das ist aber auch wichtig, genauso bei den Strassen, dass wir die bestehenden Verkehrsraum dann effizienter nutzen. Vielleicht, dass in Autos auch eine Pendlerin und ein Pendlerauto sitzt, 1,1 Personen im Durchschnitt, dass wir auch dort die auf mehr Effizienz setzen, dass vielleicht auch dort irgendwann mehr Leute drin sitzen und die bestehenden Flächen besser nutzen. Das ist unser Ziel. Viele Vorstösse jetzt, gerade in diesem ÖV-Päckchen, zielen auch in die Richtung. Es gibt natürlich dann auch noch andere Vorstösse, aber ich kann noch ein anderes Beispiel bringen. Wir haben Tramhaltestellen, die eigentlich auch Potenzial hätten, um Solarzellen drauf zu tun.
warum man das nicht schon lange gemacht hat, ist mir auch nicht ganz schlüssig. Wir haben jetzt auch noch ein Anliegen, dass das wird umgesetzt werden vom Kanton, von der BLT und so weiter und so fort. Stichwort Umsetzung. Jetzt bei 16 so Vorstöße, die Mühlen der Politik malen zum Teil ein bisschen langsamer. Wie siehst du jetzt das im Zeithorizont? Vor allem, ich nehme an, das Päckchen soll ja zu einer Gesamtidee auch führen. Sind ihr denn da bereit, einfach nur ein Mümpfchen davon zu nehmen und zum Beispiel jetzt einfach mal, okay, wir kriegen Solaranlagen auf den Dächern oder die Begrünung oder eins von diesen Plänen, die ihr jetzt gehabt habt? Oder ist das für euch wirklich auch strategisch als Gesamtpäckchen gedacht? Weil, ja, nehmen wir es unter den Begriff Klimaschutz, dann musst du schauen. Also uns sind am Schluss alle Vorstellungen, die wir jetzt eingereicht haben, wichtig und ein Anliegen. Das ist jetzt bei der Regierung, bei der Verwaltung auf dem Tisch und die müssen jetzt dazu Stellung nehmen, ob sie das unterstützen. Und dann kommt es wieder in Rot und dann müssen wir entscheiden, ob es dann wirklich auch überwiesen wird zu einer Stellungnahme, definitiv von der Verwaltung. Das ist ja so, es geht lange in der Politik, das müssen wir alle auch müssen lernen. Es geht sicher ein, zwei, drei Jahre, bis dann effektiv etwas könnte passieren. Es ist aber auch so, dass der Leistungsauftrag für den öffentlichen Verkehr in Basel wird, wird immer für 4 Jahre jeweils geben. Und der nächste sollte ab 2026 dann laufen. Und das Ziel ist schon ein Stück weit in die Richtung, dass wir dann auch dort können jetzt Sachen reinkriegen, die wir jetzt angeregt haben. Und da hoffen wir dann natürlich auch auf Unterstützung vom Baudirektor. Ja, und dann nehmen wir es jetzt noch ein bisschen chilliger zum Schluss. Wie sieht ein Tagesablauf von einem Jungpolitiker aus? Ich merke jetzt beim Antwort geben, du bist so in diesem Thema drin und das machst du nicht einfach von heute auf morgen. Also, wie sind deine Vorbereitungen? Wie ist so die Flow über den Tag? Blöd gesagt, schaffst du auch noch etwas? Also, ich habe mir den Begriff Jungpolitiker. Ich bin zwar 28 Jahre alt, aber ich mache schon über 10 Jahre lang Politik. Muss sagen, da bin ich schon recht erfahren, wie das Ganze abläuft. Das, was ich hier aufwende, das ist am Schluss 20-30%. Ich habe ein Studium abgeschlossen jetzt im Sommer und ich arbeite nebenan noch als Lehrer, 50-60%. Das heisst, ich habe schon noch andere Sachen zu tun in meinem Leben. Es ist aber so, wenn man für ein Thema brennt und ein Thema jemanden wirklich sehr fest interessiert, dann ist man natürlich auch tief in der Materie drin, tut sich gut einlesen und dann spürt man das natürlich auch, was ein Anliegen für einen ist. Und dann kann man natürlich auch viel schneller und besser dann auch Rückmeldung geben. Sehr spannend gewesen. Herzlichen Dank. Das war für euch der Jan Kirchmeier. Merci.